Richtig gesehen, es gibt wieder einen neuen Part von Pokémon Gelb und wir werden hier an der Stelle weitermachen im Mondberg, richtig? Und wir haben ein Pikachu vorne, unser liebes Pikachu, das uns auf dem ganzen Abenteuer treu begleiten wird. So ist das nun mal. Wir treffen auf ein wildes Pokémon. Hunt, das ist Zubat Level 12. Pika, Flucht. So. Das heißt, erstmal ein bisschen gehen, bis wir da hinten ankommen, wo wir eigentlich hinwollen. Oh, Pipi. Versuchen wir mal mit Ruckzuckhieb. Man merkt, ich bin der ersten Generation. Das hätte ein Pipi in der zweiten Generation locker drauf gemacht. So, Donnerschock. Ja, man merkt eindeutig, dass ich in der zweiten, ersten Generation bin. Wunderbar! Pipi wurde gefangen! Dieses seltene Pokémon hat wegen seines Aussehens und seiner Verspieltheit viele Bewunderer. Möchtest du Pipi einen Spitznamen geben? Nein! Wir haben Pipi auch direkt im Team. Jetzt schaut euch mal die Werte für Pipi an. Meine Güte, werdet ihr ja staunen in der zweiten Generation. Pipi hat annähernd nicht mal diese Werte. So, Pfund und Heuler kann's. Ich weiß nicht, ob ich Pipi trainieren werde. Entscheidet's am besten selbst, ob ich Pipi trainieren soll. Ich kann's ja auch direkt zu Pixie weiterentwickeln, werde ich aber definitiv nicht machen, wenn ich Pipi trainieren soll. Denn, Pixie erlernt ja keine weiteren Attacken mehr. Dann könnt's ja nur noch Pfund und Heuler auf Level 100 und das wäre etwas blöd, meiner Meinung nach. So, Zubat. Jo, schön für Zubat. Tschüss. Nicht vergessen, hier liegt noch ein Mondstein. Ups, den hättet ihr wahrscheinlich schon vergessen. So, Stopp! Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Ich würde mal sagen, Kampf, ne? Gegen Streber. Wow, und der ist ein bisschen böser drauf als die anderen. Und hat auch gleich ein paar stärkere Pokémon. Nämlich Slimer Level 12. Das kann echt böse enden. Gut, Pfund wird mich jetzt nicht besiegen. Paralysiert, das ist schon mal gut. Wunderbar, kann auch direkt durch die Paralyse nicht angreifen und damit Slimer weg vom Fenster. So, Level 17 für Pikachu. So, der Streber hat noch einen Voltoball. Machen wir aber doch mal vielleicht Doppelteam. Ja, Doppelteam hat so eine tolle Animation. So, nochmal hoch zu Keep. Nein, Tackle trifft. Pikachu besiegt. Ach, was sage ich? Pikachu besiegt Voltoball natürlich besiegt. Mein Pikachu soll natürlich nicht drauf gehen. So, das kann Giftwolke. Vorsicht. Nein, Smog hat auch eine 80%ige Wahrscheinlichkeit für Vergiftung. Und, oh, das ist nicht Vergiftung. Das ist ja unglaublich. So, besiegt Streber mit 4 KP von Pikachu. Eieiei. Ja, das ist schon mal ein Wort. Möchtest du das Domfossil? Ja. So, ich erhalte das Domfossil. Pikachu jumpt mal einfach weg. Yay! So, Item. Gegen Gift brauchen wir noch nicht Trank. Wie ihr seht, meine Tränke sind auch fast aufgebraucht, ne? Also, hier ist nicht viel Spielraum für Kinkerlitzchen. Also, ich habe noch 2 Tränke übrig. Und wir werden noch auf einen Trainer treffen. Und zwar auf jemand ganz besonderen. Bleib auf der Stelle stehen. Eine Neuerung in Gelb. Das Fossil gehört Team Rocket. Gib lieber auf und bekämpfe uns nicht. So, und der Kampf ist cool. Wir kämpfen nämlich gegen Jesse und James. Die einfach Team Rocket genannt werden. Ist natürlich ein bisschen fail, aber gut. Und die sind wirklich auch ein bisschen stärker als die Gegner. Ihr seht, wir klettern gleich mal in 14.
Pikachus Verteidigung sinkt. Wir werden Jesse und James öfters auf dem Abenteuer begegnen. Und die setzen auch Mauzi im Kampf ein. Ich glaube, Zahltag... Ich weiß gar nicht, ob es Zahltag gibt. Ich bin mir schon gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, es gibt aber Zahltag erst in der zweiten Generation. Gut, Kratzer zieht gefühlte 15 kb ab. Wow! Was Mauzi mir so zuzusetzen kann, ist ja unglaublich. Okay, Pikachu erreicht noch Level 18. Und Smogon wird eingesetzt. Und bitte kein Smog. Oder auch Giftwolke wäre jetzt ganz ungünstig. Ja, Tackle! Tackle mich lieber, auch wenn es 10 kp abzieht. Hey, hey, hey. Smogon besiegt. 342 Erfahrungspunkte reicht nicht für ein Level Up. Und Jesse und James. So ein Plag hat uns besiegt. Nein. Ich ignoriere dich. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Game over. Und weg sind sie. Und wir sind auf einer neuen Route. Yay. Trainer gibt's auch ganz viele, nämlich gar keine. Das heißt, wir kommen direkt in Azure City an. Finden noch ein Item. TM 4. Und ich würde das jetzt alles mal auf die Boxen verlagern, weil es nervt ungemein, die TMs mit im Raum zu tragen. So, jetzt können wir auch nicht mehr hoch. Das ist auch wunderbar. Jetzt sind wir in Azuria City gefangen. Oh nein, denkt ihr euch? Ja, das ist tatsächlich so. Wir können jetzt aus Azuria City nur noch aus einer Richtung raus. So, kann natürlich die Pommer mit der heilen. Heilung, Heilung. Vielen Dank. Komm jederzeit wieder vorbei. Oh Gott, das hat sich wie eine Aufforderung angehört. So, Pommern Tutorial TV schaltet den PC ein. PC von Tutorial TV. Ah, hier gibt es keine Items. TM34, TM12. Sonderbombe brauche ich auch nicht. TM1, Mondstein, Domfossil. Ja, man kann auch Basis-Items lagern, ist echt cool. So, TM4 auch weg. So, tschüss. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Markt. Ah, das ist der Fahrradshop, da will ich natürlich noch nicht hin. Ich habe noch keinen Radkupon. So, Trank. Ach, da gibt es sogar Schutz. Wunderbar. So, erstmal 10 Trank. Oh, nein. So viel Geld habe ich natürlich nicht. Oh, kann ich noch was für dich tun? Nein. Tschüss. So, Elektroball, gell? Elektroball macht ein Nickerchen. Falls euch was auffällt, es ist Elektroball und nicht Lamos. Ja. So geht das nun mal. Es gibt viele Änderungen. So, der Typ informiert euch so ein bisschen, was hier so abgeht und beziehungsweise was für Orden welche Fähigkeiten haben. Ihr habt gemerkt, auch an dem Ton ist ganz anders. So, finde noch einen Sonderbonbon. Juhei, juhei, so. So, Pikachu rennt brav noch hinter mir her. Und wir gehen mal Richtung Cup. Und ja, wir treffen auf Gary. Zeig, was du gefangen hast, Pokémon Tutorial TV. Natürlich. Wir kämpfen gegen Gary. Meine Damen und Herren, wir setzen Pikachu gegen Habitak ein und haha, Habitak ist auf demselben Level wie wir. Damit hättet ihr sicherlich nicht gerechnet. So, gleich mal ein Volltreffer. Habitak ist gleich weg vom Fenster. So, natürlich setzt er jetzt Sandan ein, um mir das Leben schwer zu machen. Dann mache ich jetzt ihm das Leben schwer. Och nö.
Ja, dann senke ich jetzt auch deine Genauigkeit. Mann! Haha. Haha. Mann! Dass der auch immer erst mit seinem Sandwirbel trifft. Ach. Ja, geschieht dir auch recht. Und jetzt Sandwirbel. Oh, meine Güte, dass der Pummel auch nicht treffen kann. Geht doch. Ja, Sanders Attacke ging daneben. So, und jetzt nochmal Sandwirbel. Haha. Alter. Ich tausche jetzt das Pummel wieder aus. Das ist mir zu blöd. Ups, meine Güte, natürlich hat das keine Wirkung. Ach, toll, dafür gibt es 10 KP Strafe. Meine Güte. Oh Gott, wenn ich das jetzt schon sehe. So, das kann jetzt ein bisschen dauern, Ruckzuckieb. Ja, die Attacke soll auch viel schlagen. Am besten die ganze Zeit. So, Sandan. Volltreffer, meine Güte, das hat aber nicht viel mehr abgezogen als normal. Sandan weg vom Fenster. 147 Erfahrungspunkte jeweils. Oh, hier kommt ein neuer Mythos. Juhu! Ratratz. Ich bring's jetzt zum Sterben. Wer den Trick dahinter erkannt hat, der meinen Satz baut, kann es ja in die Kommentare schreiben. So, Ratratz weg vom Fenster. Evoli wird eingesetzt. Level 17. Wusstet ihr eigentlich, dass man Einfluss auf Evolis Entwicklung nehmen kann? Das geht wirklich. Bloß ich sage euch nicht wie. So, Evoli ist paralysiert. Oh, und Evoli fängt mit Sandwirbel an. Wunderbar. Pikachus Attacke ging daneben. Wunderbar. Sandwirbel schlug auf fehl. Ach. Donnerschock. Evoli heult mich wieder an. Ruckzuckhieb. Tschüssi. Pikachu erreicht Level 19. Und ich besiege Gary. Hey, schon gut, du hast gewonnen. Verdammt nochmal. Soll ich dir was sagen? Ich war bei Bill und habe mir seinen seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémon-Jack bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich ihm dafür bedanken. Naja, ich hau mal ab. Mach's mal gut. Und tschüss. Kampf. Das ist hier die Nuggetbrücke, die eigentlich gar keine Nuggetbrücke ist, weil man ja gut sehen kann, dass hier kein Wasser drunter verläuft. Sehr cool, ne? Logik. Käfersammler möchte kämpfen. So, Pika. Pika, Pika, Pika. Donnerschock. Raupi tackelt mich wieder an. Landet prompt ein Volltreffer. Nächster Pokémon ist Hornleo, Level 14. Giftstachel. Und was passiert natürlich bei Giftstachel? Ah, doch nicht. Wow, du bist gut. 140 gibt's für diese Erfahrung. Nächster Trainer. Nur, ich bin Nummer 2. Nun wird es ernst. Wieder Kampf. Gegen... Gürre! Die setzt Topsy ein! Level 14! Pika! Donnerschock! Schockierendes Ergebnis, Topsy ist besiegt. Tschüss! Ja, ich muss noch A drücken. Wird mir auch entfallen. Duran weiblich. Und das zieht definitiv nicht alles ab. Schön. Hoffentlich reicht der Donnerschock. Doppelkick, das ist nicht gut, denn Pikachu ist kurz vorm Verrecken. Ruckzuckieb, schneller K.O. für Nidoran weiblich. Wow, das war aber knapp. Wie konnte ich verlieren?
Tja, weiß ich auch nicht. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Und mit dieser Erkenntnis beende ich die Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich über Kommentare freuen. Favoriten, wenn ihr sie gerne dann aufnehmen möchtet. Also wenn euch die Folge so gut gefallen hat, dass sie ein Favorit wert ist, nehmt sie in eure Favoriten auf. Darüber freue ich mich dann immer noch am meisten. Ich sage hier an der Stelle schon mal bis denn, Servus und Tschüss.